Südtirol, eine der beliebtesten Urlaubsregionen Europas. Wir erkunden sie heute am Boden und auch mal aus der Luft. Südtirol ist auch das. Ich besuche den kleinsten Campingplatz Südtirols und frage mich, was es mit diesem gehobenen Bio-Hotel auf sich hat. Lohnt sich der stattliche Preis für ein Zimmer? Was bieten Städte wie Meran oder Bozen? Warum habt ihr euer Herz an Südtirol verloren? Ach, zum einen hängt es am Speck. Jeden, den ich treffe, der sagt, das Essen hier, es ist so großartig. Südtirol ist tatsächlich die Region, in der ich bisher am meisten Urlaub gemacht habe. Also im Grunde jedes Jahr, aber immer nur zum Skifahren. In den nächsten 5 Tagen will ich herausfinden, was kann ich hier alles so im Sommer erleben. Wandern, Radfahren, jede Menge Action. Ich will die Fragen beantworten, wo werde ich von Touristenmassen überrollt und wo kann ich auch zur Ruhe kommen. Außerdem habe ich mir Vorteilskarten besorgt und ich bin gespannt, ob ich damit ein bisschen was sparen kann. Das alles jetzt bei Was kostet Urlaub in Südtirol? Er ist einer der beliebtesten Wanderwege Südtirols, der Meraner Höhenweg. Mein Start liegt auf 1400 Meter Höhe. Erstmal geht's steil nach oben und ich bin wirklich sehr gespannt, wie viel da heute los sein wird. Meinen ersten Tag in Südtirol beginne ich ganz, ganz klassisch. Und zwar habe ich mir eine Wanderung ausgesucht. Ich bin gestartet am Gasthof Hochmut und mein Ziel ist die Leiteralm. Das ist wirklich eine gute Runde für Anfänger. Geht so ein gutes Stündchen. Nicht wahnsinnig schwierig, aber der Ausblick soll super sein. Und ich finde, der Anfang ist schon nicht so schlecht hier. Leider bleibt es nicht bei der tollen Aussicht. Aber dafür erlebe ich später eine schöne Überraschung. Rund 110 Kilometer lang ist der Meraner Höhenweg insgesamt. Meine Wanderung heute ist nur ein kleines Stück davon. Plötzlich wird's richtig mystisch. Je höher ich komme, desto mehr versinke ich in den Wolken. Das ist auch wirklich so typisch Berge. Eben noch eine gute Sicht gehabt. Wir konnten ins Tal schauen. Innerhalb von wenigen Sekunden so eine Suppe, so viel Nebel. Das Wetter ist heute nicht mein Freund. Dafür bin ich hier oben ganz alleine. Dabei wurde ich eigentlich vor dem Massentourismus in Südtirol gewarnt. Hier oben jedenfalls merke ich heute davon nichts. Ich habe gedacht, ich bin hier ganz alleine unterwegs, aber stimmt nicht ganz. Auf geht's in die Zielgerade. Nur noch ein kleines Waldstück liegt vor mir. Ein herrlicher Weg und wirklich für fast jeden gut zu schaffen. Wir haben eine Stunde gebraucht, wir waren aber auch wirklich sehr entspannt unterwegs. Ist jetzt keine anstrengende Wanderung, aber für zwischendurch super geeignet und ich finde, man wird belohnt mit teilweise optischen Highlights und pünktlich zum Zieleinlauf kommt auch noch die Sonne raus. Also ich bin happy. Einziger Wermutstropfen, die Alm hat heute zu. Aber egal, so kann ich den Ort hier oben ganz für mich allein genießen. Und dort werde ich heute übernachten. Genauer im Gasthof Hochmut, dem Ausgangspunkt meiner Wanderung. Er liegt hoch über dem Ort Dorf Tirol und ist für Gäste nur mit der Seilbahn zu erreichen. Wenn also am Abend die letzte Gondel gefahren ist, sind die Wanderer hier oben ganz allein. Gastwirt Max Pircher zeigt mir mein Zimmer. Was kostet mich denn eine Nacht bei euch? Also eine Nacht kostet dich 59 Euro. Mhm. Das ist der Normalpreis im Doppelzimmer. Allerdings, da du das alleine benutzt, musst du 15 Euro dazu zahlen. Okay, verstehe. Da ist aber Frühstück mit dabei? Ja.
klar, es geht auch günstiger. Wer es nicht so komfortabel braucht, kann sich hier einmieten. Für 39 Euro gibt's ein Plätzchen im Mehrbettzimmer. Rechtzeitig reservieren ist sicher kein Fehler, denn Südtirol zieht Jahr für Jahr Millionen Touristen an. Und was ist der Eindruck? Wie gefällt es Ihnen? Also man muss sich mal nur die Landschaft angucken, die ist genial. Und dazu noch das Essen. Was haben Sie heute gegessen? Oh, heute hatte ich mal ein Omelette mit Speck, also der Speck hier. Und war auch gut? Ja. Okay, das heißt, der Speck hier ist super. Und tatsächlich habe ich mir sagen lassen, dass viele Gäste nur wegen des guten Essens herkommen. Also probiere ich das auch mal aus und bestelle ein Original Hochmuter Bretterl für 12,90 Euro. Und damit endet auch mein erster Tag in den Bergen. Guten Morgen, ich habe geschlafen und geratzt wie ein Stein. Zugegeben, manchmal war es ein bisschen hellhörig, aber hey, ich bin sehr zufrieden mit der Unterkunft. Für das, was ich bezahlt habe, diese paar und 70 Euro, ich habe richtig was dafür bekommen. Sehr, sehr gutes Essen, super freundliches Personal, echt, da passt alles. Ich finde, es ist ein guter Deal und vor allem zu dieser Aussicht aufwachen, ist doch hervorragend. Heute geht's weiter. Und zwar erstmal mit einem guten Frühstück. Schließlich werde ich in den nächsten 4 Tagen nicht nur kreuz und quer durch Südtirol reisen, ich will auch herausfinden, wie gut man hier ohne eigenes Auto klarkommt. Denn genau dafür wirbt Südtirol bei den Touristen und bietet auch einiges an Alternativen. Ich habe mir für die nächsten Tage so ein paar Vorteilskarten besorgt. Die nennt sich hier Bikemobil. Dann habe ich noch eine fürs Busfahren, dann noch eine Seilbahnkarte. Die gibt es fast überall zu kaufen, in den meisten Unterkünften sogar kostenlos. Und ich bin gespannt, ob die in den nächsten Tagen zum Einsatz kommen und ich vielleicht dadurch sogar ein bisschen Geld sparen kann. Doch erstmal geht's wieder runter ins Tal. Mit Seilbahn und Bus brauche ich dafür gerade mal 10 Minuten. Bevor ich heute noch in die Luft gehe, schlendere ich ein wenig durch Meran. Das Städtchen ist einer der beliebtesten Urlaubsorte in der Region. Und im Unterschied zu gestern in den Bergen treffe ich hier jede Menge Touristen. Was fasziniert Sie an Südtirol? Einfach dieses mediterrane Klima, diese Wärme, die Leute, einfach alles passt rundherum. Warum habt ihr euer Herz an Südtirol verloren? Ach, zum einen hängt es am Speck. Jeden, den ich treffe, der sagt, das Essen hier, es ist so großartig. Der Speck, die Spinatknödel. Könnt ihr so ein bisschen verraten, mit was rechnet ihr so für euren Urlaub? Es ist ganz einfach so, wenn wir in das Hotel gehen, da wissen wir, wir kommen mit 200 Euro am Tag ungefähr hin. Nein, pro Person. Also ja, Person. Genau, pro Person. Ja, ja. Das ist, und ihr seid 10 Tage da. Ja. Richtig. Das heißt, ihr habt schon mal 4.000 Euro Nummer fürs Hotel. Ja. Und dann kommen die Getränke dazu. Ihr wollt ja auch ein bisschen Urlaub machen. Okay, das ist jetzt echt kein Preis für Sparfüchse, aber es gibt eben für alle was. Nicht nur bei den Hotels, sondern auch was die Freizeitangebote angeht. Da oben steht's, die 211, der Bus nach Lana. Das ist meine Linie und das Ganze mache ich mit der Buscard. Die habe ich mir gekauft, hat mich 16 Euro gekostet und hält 7 Tage lang. Damit kann ich Bus in Meran fahren und auch in der ganzen Region. Mein nächstes Ziel ist Lana. Und dort geht es gleich hoch hinaus. Aber erstmal den richtigen Bus erwischen. Da kommt er schon um die Ecke. Die Buskarte lohnt sich übrigens wirklich. Ein paar Mal fahren und schon hat man den Preis dafür wieder drin. So, und jetzt geht's rund 10 Kilometer raus aus Meran. Rein in die Seilbahnstation und her mit meiner nächsten Vorteilskarte für die Seilbahn. Die kostete mich satte 65 Euro, aber dafür kann ich mit ihr 4 Tage lang Seilbahn fahren. Urlauber, die mehrere Bergtouren planen, die sparen also schnell was. Auf dem Weg nach oben spüre ich, wie sich mein Puls langsam bemerkbar macht. Auf was habe ich mich da eingelassen?
Aber cool bleiben, an meiner Seite ist ein echter Profi. Ich habe nämlich einen Tandemsprung gebucht. Wie hoch sind wir eigentlich? Hallo! Servus! Ich bin Johannes. Servus, der Peter. Grüß dich. Peter, grüß dich. Ich bin dein Pilot. Muss ich irgendwas machen? Soll ich mich vorbereiten? Ich habe mir eine andere Hose mitgenommen. Ansonsten? Einmal kurz mir ein Formular ausfüllen. Das ist für die Versicherung. Sollte trotzdem was passieren. Das bedeutet, ich unterschreibe, dass wenn was passiert, ich du alle wusstest. Ich wusste, dass es passieren kann. Ja, genau. Oh Gott. Na, das fängt ja gut an. Aber okay, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Rein in die Klamotten und gut zuhören, was Peter mir alles erklärt. Eins, zwei, drei, schön langsam Start. Okay, und lauf los. Oh! Und oh! Oh, wow! Das war's. Es ist ein unglaubliches Gefühl, es ist der helle Wahnsinn. Ich sitze auf so einem ganz dünnen Stoffsitz, hinter mir Peter, und unter mir ist halt gar nichts. Wie hoch sind wir, Peter? Ja, wir sind auf ca. 1500 Meter gestartet und haben jetzt noch gut 1000 Meter Luft unter uns. Hallo! Südtirol ist auch das. Ja, mir geht's gut. Ja, fang mal langsam mit Action an. Oh. Alter Schwede! Alter Schwede! Was war das denn? Spirale. Eine Spirale. Aha, das war eine Spirale, okay. Peter, was kostet mich denn der Flug? Also hier der Panoramaflug, der kostet 120 Euro. Was nicht dabei ist, ist die Seilbahnfahrt. Und ich mache auch Fotos und Videos. Möchtest du die dann auch haben, zeige ich dir nach dem Flug, kannst du dann entscheiden. Das wären nochmal 25 Euro. Knapp 20 Minuten dauert der Spaß. 20 Minuten, die es echt in sich haben. Passenderweise ist da unten direkt der Friedhof. Aber da sag ich, heute nicht, heute nicht. Und jetzt wird's noch mal ernst. Und aufstehen, 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 aufstehen. Lauf, 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 lauf. Kann ich hier raus? Nein, da musst du. Peter. Ah. Johannes, gratuliere. Alles klar? Alles gut. Peter, vielen Dank. Hast du super mitgemacht. Ja, ja, vielen Dank. Du hast mich ganz toll angeleitet. Das war der helle Wahnsinn. Tag 3 meines Südtirol-Trips. Und heute, versprochen, bleibe ich auf dem Boden. Ich habe mir eine kleine Radtour ausgesucht. Und dafür braucht's erstmal das passende Gefährt. Meine Tour geht von Meran über einen Zwischenstopp im kleinen Örtchen Nals bis zur Südtiroler Landeshauptstadt Bozen. Und an Radausleihstationen herrscht zum Glück kein Mangel. Hallo, Morgen. Hallo, Morgen. Ich bin Johannes, hi. Denise, hallo. Hi, Denise. Du, Denise, ich habe mir diese, wo ist sie? Bikemobil-Vorteilskarte besorgt. Ja. Was bekomme ich denn dafür für ein Fahrrad bei euch? Also inklusive sind die Trekking- oder Cityräder. Mhm. Also Trekkingrad. Ja. Oder Stammenmodells Cityrad. Man kann aber auch ein Mountainbike für einen Aufpreis oder ein E-Bike mieten. 25 Euro kostet meine Vorteilskarte. Sie gilt für einen Tag. Die Idee, den gesamten ÖPNV in Südtirol nutzen und mit einer Radtour kombinieren. Als Leihfahrrad ist ein Standardmodell inklusive. Ein E-Bike allerdings kostet 23 Euro Zuschlag. Ganz schön happig und dennoch spiele ich mit dem Gedanken, mir ein E-Bike auszuleihen.
Das richtige E-Bike ist schnell gefunden. Und ich muss es auch nicht hierher zurückbringen, sondern kann das in Bozen erledigen. Ein toller Service. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Naja, ganz so schön ist es dann doch nicht. Also am Anfang geht es hier ganz schön durchs Industriegebiet. Ich weiß auch nicht, überall so alte Fabrikhallen. Ich hoffe, es wird gleich schöner. Südtirol ist eben nicht nur Postkarte. Die Tour hier ist übrigens Teil des Etschradwegs. Der geht vom Reschenpass bis Verona. Die Strecke ist auf jeden Fall super machbar, also sehr flach für Anfänger, perfekt geeignet. Aber ich muss sagen, ich hätte sie mir etwas idyllischer gewünscht, ein bisschen weitläufiger. Man ist immer direkt an der Straße, da sind die Bahnschienen. Ich glaube, es gibt in Südtirol auf jeden Fall schönere Radstrecken. Klar, es geht hier durch ein enges Tal. Da ist eben nicht so viel Platz für alle. Aber jetzt mache ich erstmal einen Abstecher ins kleine Dorf Nals. Häuschen kann nie schaden. Zum guten Tropfen klingt nach Flüssigkeitsaufnahme. Doch dahinter versteckt sich ein Campingplatz. Hallo, grüß Gott. Jetzt ist ja bei euch total putzig hier. Ja, wir sind der kleinste Campingplatz von Südtirol. Das habe ich gelesen. 15 Plätze. Ich habe das gelesen. Ist das wirklich so? Klein, aber fein. Würdest du mir gleich mal eine Führung geben? Ja. Okay. Ja, recht. Schnell wird klar, auf diesem Campingplatz geht's familiär zu. Gerade mal 1600 Quadratmeter groß ist bei Familie Magazin alles sehr übersichtlich. Sauna, Spa-Bereich oder anderen Schnickschnack sucht man hier vergebens. Stattdessen viel Ruhe direkt am nahegelegenen Bach und Preise um die 36 Euro. Eine Anlage, in der bis ins kleinste Detail alles liebevoll gestaltet ist. Das ist so lustig, wenn ich jetzt sagen würde, lass uns mal eine Führung machen, braucht man ja im Grunde gar nicht, weil es ist der Stellplatz da vorne, oder? Genau. Das war's. Genau. Da ist der Bach, da ist der Nachbar. Boah. Es ist familiär. Das soll ich gerade sagen, ja, sehr persönlich. Ja, ja, wirklich familiär. Ja. Und das sucht der Gast jetzt. Der Gast will nur mehr seine Ruhe haben, einmal Ruhe ein Buch lesen. Und ja, das kann er bei mir hier. Für mich geht's weiter Richtung Bozen. Bevor ich auf den Radweg zurückkehre, mache ich noch einen kleinen Schlenker durch Nals und genieße die Aussicht von hier oben. Mein Ziel ist schon in Sichtweite, Bozen, die Landeshauptstadt von Südtirol. Rund 30 Kilometer bin ich geradelt. Schön hier. Also diese Radstrecke von Meran nach Bozen, super angenehm zu fahren. Es gibt wirklich kaum Steigungen, sehr gut ausgebaut und gut beschildert. Die einzige Sache, die mich gestört hat, ich bin wirklich sehr nah immer vorbeigefahren an den Bahnschienen, an der Straße. Die Einheimischen haben mir erklärt, das Tal ist eben eng. Es geht eben nicht anders. Wäre übrigens auch ohne E-Bike gegangen. Bin aber ganz dankbar, dass ich eins hatte. Jetzt nur noch schnell das Rad abgeben. Auch das super einfach. Vor meiner Rückfahrt nach Meran schaue ich mich noch etwas im Städtchen um. Mit rund 100.000 Einwohnern ist Bozen die größte Stadt Südtirols. Was mich wirklich begeistert, der 700 Jahre alte Markt mit seinen vielen frischen Produkten. Und dann lasse ich es ausklingen auf dem Walterplatz. Der liegt mitten in der Altstadt und ist quasi das Herz von Bozen. Das war heute ein richtig schöner Tag und wer in Südtirol Urlaub macht, sollte auf jeden Fall in Bozen vorbeischauen. Tolle Stadt, hier trifft italienisches Dolce Vita auf so bodenständiges Südtirol. Und was ich nur empfehlen kann, unbedingt hier am Walterplatz mal hinsetzen, Espresso trinken, der ist wunderbar hier. Ich mache für heute Schluss und dank der Bike-Mobilkarte geht's für mich mit dem Zug zurück. Die Bahnfahrt vom Bozener Hauptbahnhof zurück nach Meran dauert gerade mal 40 Minuten. Und morgen steht für mich eines der Touristen-Highlights an.
Er gilt als einer der schönsten Gärten Europas. Mehr als 80 verschiedene Gartenlandschaften gibt es hier, verteilt auf rund 12 Hektar Fläche. Keine Frage, so viele Superlative gibt es selten. Nach meiner Fahrradtour lasse ich es heute ein bisschen entspannter angehen, und zwar hier in den Gärten von Schloss Trautmannsdorf. Ist tatsächlich einer der meistbesuchten Orte Südtirols. Hier war sogar schon Kaiserin Sissi. Für schlappe 15 Euro lässt sich also auf den Spuren Sissis wandeln. Und diesem Lockruf verfallen Jahr für Jahr rund 400.000 Besucher. Ich habe das Glück, es ist Vorsaison und daher noch nicht ganz so voll. Übrigens, knapp 6 Stunden braucht es, um hier alles zu sehen. Und über allem wacht sie, Kaiserin Sissi. Ein letzter Blick auf Schloss Trautmannsdorf. Und dann geht's weiter für mich zu meiner heutigen Unterkunft. Für diese Nacht habe ich mir was Besonderes ausgesucht. Ein Hotel, das sehr viel richtig machen will. Von außen sieht es erstmal aus wie viele andere 4-Sterne-Hotels. Doch die Solarzellen auf dem Dach und auch das hoteleigene Elektroauto vor der Tür zeigen, hier gehen sie neue Wege. Ingo Theiner leitet den Familienbetrieb. Sein Ziel? Jeden Bereich des Hotels so nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich machen. Dazu gehören natürlich auch die Hotelzimmer. Mit der Karte können Sie hier den Strom, dann bekommen wir Licht. Bitteschön. Oh, das sieht alles total neu aus. Wir haben eben versucht, nachhaltig zu bauen, weil es ist so in der Hotellerie auch so sehr oft, dass man sagt, nach 5 bis 10 Jahren muss man alles komplett umbauen. Mhm. Den Gedanken hatten wir nie. Wir hatten immer gesagt, wir wollen langfristig bauen und auch die Materialien so verwenden, dass man die dann auch haltbar sind und die lang nutzen kann. Obst und Gemüse aus eigenem Anbau und von regionalen Biobauernhöfen. Ein Pool mit umweltschonender Reinigung, 100% ökologisch abbaubares Waschmittel. In allen Bereichen des Hotelbetriebs setzen sie auf Umweltschutz. Aber wie viel bringt das tatsächlich? Shuttle-Service und Bus nach Meran und Bozen direkt vor der Tür, genauso wie Rad- und Wanderrouten. Klar, das bekommt man nicht umsonst. Jetzt müssen wir über Zahlen reden. Ja. Das Zimmer mit der wunderschönen Aussicht, was kostet das? Also wir haben Abpreise je nach Saison und die gehen zwischen 170 bis 220. Ist der nachhaltige Urlaub in Südtirol nur was für Besserverdiener? Ich glaube, es ist einfach dieser Mehrwert, der einfach geschaffen wird, der hat seinen Preis. Wobei wir in diesem Segment der 4 Sterne sind wir in der gleichen Preisklasse. Da gibt es eigentlich keine Unterschiede, obwohl wir alles mit Bio-Lebensmitteln einkaufen, das sicher ein bisschen teurer ist. Aber von der Preisklasse her sind wir gleich wie die anderen. Herr Theiner, vielen Dank für die Führung. Ich freue mich sehr auf das Essen gleich und in diesem Zimmer gleich zu schlafen. Dankeschön. Danke Ihnen. Ciao, ciao. Davor aber lasse ich mich noch von der Küche überzeugen. Und genieße am nächsten Morgen ein erfrischendes Bad. Das nenne ich mal Panorama aus dem Pool. Die Erfrischung kann ich übrigens gut gebrauchen, denn heute wird's nochmal actionreich. Es geht für mich nach St. Vigil, zur längsten Zipline Europas. Abgeholt werde ich von den beiden Brüdern Jan Paul und Raphael. Die beiden sind heute meine Guides. Okay, bitteschön. Dankeschön. Okay, we are ready, we are ready. Yes, we are ready, we are ready to come. Ready. Also, bereit? Bereit. Bereit und gern, sicher? Nein. Komm hier auf dieser Seite bitte, dann kannst du da hinaufsteigen. Der Urlaub war bisher so schön. Wieso endet er denn so? Bist bereit? Einfach sitzen und dann gehen lassen. Okay? Okay. Getty. Oh mein Gott! Ich dreh mich! Ich will mich nicht drehen! Ich will mich nicht drehen! Ich sehe nicht, wo ich hinfahre. Das ist ein blödes Gefühl. Ich dreh mich zurück. Ah.
Oh mein Gott. Boah, es wird gerade langsamer. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde, weil ich denke mir gerade, hoffentlich ist es gleich vorbei. Oh Gott, wie hoch bin ich denn? Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Nichts geht mehr. Was bitteschön ist da los? Hol mich mal rein! Boah, warum halte ich an? Warum halte ich hier an? Was ist denn los? Was ist denn los? Zum Glück kommt die Rettung. Ey, warum halten wir hier bitte an? Why do we stop? Stop because... Open it up. Completely. Alter! Die Bremse war wohl etwas zu stark eingestellt, damit ich nicht zu schnell werde. Gleich kann ich weiterfahren. Fürs Protokoll, auf der Zipline-Anlage ist es noch nie zu einem ernsthaften Zwischenfall gekommen. Mir geht natürlich trotzdem die Pumpe. Es bleibt spannend. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Was bedeutet denn Regen für uns? Regen, man wird ziemlich nass. Okay, das klingt logisch. Aber wir können weitermachen. Logisch können wir das. Logisch, logisch, logisch. So passt. Aber die Jungs haben alles im Griff. Viel Spaß. Danke. Wow. Oh. Oh. Ich bin deutlich schneller. Humor haben die Jungs ja. Oh, die Bäume. Aber es macht richtig Laune. Mit bis zu 80 km/h geht's Richtung Tal. E-Roller. 5 weitere Streckenabschnitte warten auf mich. Kostenpunkt für dieses Zipline-Abenteuer 79 Euro. Es regnet, aber egal. Oh mein Gott. Also die ersten Fahrten, da will ich ganz ehrlich sein, da war ich noch echt unentspannt. Aber am Schluss, wenn man anfängt, sich dran zu gewöhnen und es zu genießen, dann ist es natürlich spektakulär. Dann ist es ein sehr, sehr besonderes Erlebnis. Natürlich mit 79 Euro pro Person. Es ist kein Schnäppchen und es gibt auch keine Rabattaktion. Das finde ich ein bisschen schade. Aber wer sich mit der Höhe anfreunden kann, für den ist es was ganz, ganz Besonderes. Und ich finde, der sollte das durchaus ausprobieren. Und gute Nerven haben. 5 Tage Südtirol liegen hinter mir. Von Urlaubshochburgen wie Meran über den Etsch-Radweg bis hin zu winzigen versteckten Campingplätzen ging meine Tour. Und ich bin begeistert. Ach Südtirol, ich liebe dich im Winter und ich mag dich im Sommer auch. Es ist einfach für mich toll, diese Mischung hier in Südtirol aus der Berglandschaft, den Alpen und diesem italienischen Flair. Das Ding ist, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Und es ist für Südtirol als Urlaubsregion eine echte Gratwanderung, mit diesen Massen an Touristen zurechtzukommen und sie zu bewältigen und gleichzeitig der Natur ihren Raum zu lassen. Mich hat's überzeugt, aber ich habe noch jede Menge mehr gelernt. Den typischen Südtirol-Urlaub, den gibt's eigentlich nicht. Ob gemütliches Wandern mit günstiger Hüttenübernachtung oder nachhaltig, dafür eben auch teurer, wie hier im Bio-Hotel. Jeder kann sich sein eigenes Paket schnüren. Und wer gern etwas Action mag, der kommt hier sicher auch auf seine Kosten. Mit Vorteilskarten kann man dabei manchmal den ein oder anderen Euro sparen. Viel wichtiger ist aber, dass diese Karten zum umweltfreundlichen Urlaub anspornen. Für mich ist und bleibt Südtirol ein super Reiseziel. Das war's für heute bei Was kostet Urlaub in Südtirol? Ich sage danke fürs Dabeisein. Wenn Sie möchten, gerne bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss.